Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen. Boah, jetzt ging die Runde gerade los. Ich habe den Anfang verpasst. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, denn ja, ich hoffe, mein Internet hält durch und dann bietet er schon sich direkt zu uns. Ich bin nämlich im großen Haus, weißt Ach da, du? Und wir ja, ich sind ja sehe auf schon. der kleinen Map, liebe Leute, denn es gab natürlich ein Update. Das habt ihr vielleicht schon alle mitbekommen, die dieses Spiel hier zocken. Und zwar gibt es jetzt kleine Maps und große Maps und alles ist toll und schön und der Vogelmann ist natürlich auch da. Ihr habt den bestimmt schon gehört. Ja, hallo. So. Ja, da sind ja seit einer Woche kräftig rum, deswegen gab es auch keinen City Skyline. Es tut mir leid, liebe Leute. Aber was soll ich machen? Ich bin so im Clinch mit den Internet-Fuzzis. Wirklich richtig, richtig Arschlecken bin ich. Und ich weiß nicht, wie es bei Ich dir habe ist. die Bei mir Sicherung. leckt es ein bisschen, Vogelmann. Nee, der war nicht schön. Also ich weiß nicht, ob die Aufnahme sich hier überhaupt lohnt. So, und du hast gesagt auf den kleinen Maps, du, da gibt's Sachen, da findet man immer Sachen. Also ich sehe hier gar nichts. Ich mache hier ein Ding nach dem anderen auf, ich finde wieder nichts. Ich Nichts. habe die Sicherung. Ich finde Definitiv, nichts. also. Das ist schön für dich. Ich finde nichts. Siehst du, was ich finde, ist ein Fenster. Da kann ich rausgucken. Ich sehe gerade, da müsste mal Jetzt jemand sag wieder nicht. putzen. Mann, 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 Mann. Glaube, bei dir ist er auf dem Weg, oder? Jojo, das kann sein. Das kann sein. Das ist der gleiche. Ja, da Oh, ist einer ja. ist Ich tot. habe jemanden schreien gehört. Das Problem ist, ich brauche halt was zum Verteidigen. Ich habe bis jetzt wieder bloß so einen dämlichen Zange. Dann finde ich hier ein Spray. Boah, irre. Ich bin beim Auto, also Ich habe ich gucke mal, ob Benzin. ich hier wieder Ich hätte Benzin Benzin und. fürs Auto. Und ich habe die Batterie. Es fehlt jetzt noch die Schlüssel. Ja, das ist nicht Die schlecht. Warte Sicherung mal, und wenn ich Batterie. Benzin bringe, ich muss das Auto finden. Wo ist denn das? Gib mir mal eine Anweisung. Beim Stillwater Camp. Von der Scheune aus, also vom großen Haus aus, Ich eigentlich bin nur vom intensiv Friedhof zum aus. Wasser hin. Ich bin vom Friedhof aus. Oh. Da ich die kleine Map noch nicht so gut kenne, Ich kannst du laufe mir hier das noch einfach so mal gut hier sagen. lang. Ich laufe da Oh, mal ich da. bin weg. Ich bin weg. Also Wie, du der bist Typ, mit weg. dem ich hier gerade mache, der hat ein Auto. Nee, Schlüssel gehabt. lass mich nicht alleine. Ich komm doch gerade zum den Auto gerannt. Kannst du denn? Ist ein Vierer-Auto. Ich hoffe, er bleibt stehen. Ja, dann wo seid ihr denn? Ich bin hier gerade beim anderen Oh, Auto. Jason, wie Ah, geht nicht. Jason verfolgt uns. Ja? Ach du Scheiße! Was los? Was los? Was los? Nein, nein! Spasti, Spasti, fahr, 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 fahr. Seid ihr raus? Nein, er hat mich! Er hat mich! Oh, nichts. Fuck! Was soll ich Oh, hier nur was macht er tun? da mit mir? Oh, oh. Mein Gott, hat der Kinder Da mal haben wir eine gerade Karte dreimal für das Rückgrat mich? gebrochen. Wie, bist du Ich tot? hatte eine, ja. Ja, Da hinter oder dem ist es Beifahrer weg? raus. Ja, sie fährt. Sie fährt. Warte, ich gucke. Ja, sie fährt. Fährt er raus, Richtung Alene? Ausgang. Alene. Da kommt ein anderer Charakter. Sie nimmt noch einen mit. Toll. Mich nicht. Und weg Mich ist lässt er. sie hier einfach zurück. Das ist so unfair. Das ist einfach unfair. Ich beobachte gerade, ob sie noch entkommen, oder ob Jason sich dahin teleportiert, Ja, ich aber habe ich das eine denke eher Auto weniger. damit jetzt auch startklar gemacht. Mal gucken, ob es da auch bloß ein Zweisitzer. Auf jeden Fall auf der Straße, bei der Brücke, bei der Hängebrücke. Da müsste irgendwo meine Leiche liegen. Oh, ich bin Da wieder hinten da. Du steht das da bist. Auto. Ich glaube, ich sehe das Auto. Oder ist es das, wo ich jetzt gerade hergekommen bin? Ich habe gerade die Orientierung verloren. Haben Da die den hinten ist. Charakter ein bisschen geupdatet? Wieso? Was ist mit dem Charakter? Die sehen irgendwie ein bisschen schicker aus. Also Jarvis sah jetzt gerade nicht Ist das das so. Auto, wo ich gerade herkomme, oder bin ich jetzt gerade total Banane? Wo bist du denn? Warte mal, ich gucke mal. Nee, das ist das Auto, wo ich gerade herkomme. Alles gut. Alles Komm. gut. Ich habe mich gefreut, aber das eine Auto ist bestimmt weg, ne? Ich guck mal kurz. Entkommen, ja. Dann gehe ich jetzt nochmal hier an diese Schubladen rein. Da war nämlich noch was gewesen. Jason ist gleich bei euch beim Auto. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Jetzt ist bloß eine kleine Map hier. Oh, hier Ja, ist noch eine wir sind gerade Batterie. in Ich habe noch eine Sicherung. Batterie. Okay, ich komme. Ich bräuchte noch einen Schlüssel. Also, ich würde die noch einfach ins Auto einbauen. Egal, ob ich jetzt nicht dann überlebe oder nicht. Ist mir egal. Aber dann habe ich ein bisschen was für die Gruppe getan. Komm einfach zum Auto. Bin beim Auto. Boah, Beim puh. Game, ne? Ja, es gibt ja noch das Gelbe. Vielleicht fast in meine eigene Falle reingerannt, ne? So, ich komme. Das wäre geil. Ich
Komm! Jason ist glaube ich bei mir. Jason ist bei mir, der ist beim Auto. Das ist auch blöd. Locken mal weg vom Auto. Renn mal genau in die andere Richtung oder sowas. Dann kann ich zumindest die Batterie einbauen. Wo ist er? Alter, wie hat der mich denn gekriegt? Er hat einen Gummiarm gehabt. Ach scheiße, ich sehe dich, wie du okay, da hinten nicht umbringt. Warte. Renn weg, genau. Über den Haufen. Immer renn weiter weg. Hast du ihn getroffen? Hä? Der läuft ja, noch. Ich habe deinen Schuss gesehen, aber... Ach, er hat auch lauter Fallen hier davor gemacht, dieses kleine Hühnchen. Ich werde mal in die Falle reinrennen. Ich versuche mal schnell was zu schnappen. Irgendeine Waffe, damit ich dich da Helf mir, ich habe keine Waffe. Ich bin nicht schnell genug, Nimm dir die Batterie. Nimm sie dir. Schnell. Nimm sie dir. Ich vertraue dir. Ich hab sie. Ja, sehr schön. Aber hättest du auch eigentlich liegen lassen können, weil muss ja dann eh wieder zum Auto, ne? Ich wollte es nur dramatischer klingen lassen. So, liebe Leute, dann schauen wir uns mal hier den Vogelmann an. Also die kleine Karte gefällt mir nicht, muss ich dir mal so sagen, ja. Mir gefallen die, also ich finde das schon ein bisschen adrenalinmäßiger. Ist er schon drinne? Dann schließen wir die Tür ab, damit er gezwungen ist, durch den Raum zu gehen. Ja. Wir beobachten dich, Vogelmann. Wir beobachten dich. Schaffst das. Glaub mal nicht. Oh, guck mal, da oben, der Vollmond. Ach, oh, ich habe Autoschlüssel gefunden. Oh, und da bist du weg. Ach, scheiße. Die waren da draußen. Oh, ich habe Autoschlüssel gefunden. Ja, ohne Arme, wie willst du jetzt den Schlüssel noch bedienen? Na, super. Mit meinen Füßen. Mit deinen Füßen. Wo ist denn jetzt der andere? Oder die andere? Da. Darth Polo. Mhm. Interessant. Scheiße, Alter. Ja, Darth Polo. Dann, ja? Zeig mal, was du so drauf hast. Naja, die wird keiner mehr schaffen. Die hätte bei einer kleinen Karte, also da hätte der eine mit dem Auto, hätte ruhig noch die anderen mitnehmen, schleppen können. Eigentlich schon. Wobei, der hat ja... Na gut, er hat einen mitgenommen. Mich hat er mitgenommen, da bin ich gestorben. Und dann ist noch einer vor das Auto gelaufen, den hat er dann auch mitgenommen. Na. Aber es war ein bisschen, ich glaube, der stand selber ein bisschen unter Schock, weil... Jason hat uns fast gekriegt, dann ist er gegen Baum gefahren, dann hat er mich gekriegt und keine Ahnung, das war alles ein bisschen, ein wenig, ein kleines Durcheinander. Also ein bisschen. Und jetzt hier? Oh, Jason müsste die doch eigentlich sehen. Oder sind eigentlich Jasons Fähigkeiten auf der kleinen Karte ein bisschen angepasster? Damit meine ich jetzt zum Beispiel die Sensibilität und so was, weißt du? Also auf jeden Fall gehen die Fähigkeiten schneller voll von Jason, das definitiv, weil gerade weil es eine kleine Map ist. Eigentlich wäre es andersrum besser gewesen, dass es hier länger dauert. Ich wollte gerade sagen, eigentlich schon, oder? Den Sinn verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Also ist er überpowered oder noch mehr oder was? Richtig. Wobei, es geht eigentlich. Ich habe auch so viele Runden schon gehabt auf kleinen Maps, wo es richtig gut klar ging. Das, was er jetzt hier gerade veranstaltet, das ist schon ja pures Massaker. Du hast ja schnell gesehen, wie schnell jemand Benzin... Ja, ich wurde zerkleinert. Was wurde ich? Was steht bei mir? Enthauptet. Du warst zerkleinert. Mann vom Hackfleisch hassenden zur Hacker eben. Ah, den kenne ich. So, was ist denn damit? Das Ding habe ich mir angeguckt bei Dingsbums. Ist voll klein. Voll klein und mistig und schlecht verarbeitet. Ja. Also bis auf die... Also ich muss jetzt mal ganz kurz da draußen erklären. Ja, meine Frau ist hier gerade neben mir. Und wir gucken hier gerade schon Weihnachtsgeschenke an für unseren Sohn. Ja, wir gehen ja schon langsam mal auf den Oktober zu, liebe Leute, ne? Da brauchen wir ja kein Geheimnis drum machen. So. Und er ist natürlich Feuerwehrmann Sam, ne? Feuerwehrmann Sam geht immer. Feuerwehrmann Sam geht immer genauso wie Cars. Geht immer. Und Jet von The Super Rings. Geht auch immer. Aber man muss eins sagen, liebe Leute, ja? Die Qualität von den Spielzeugen, wie sie früher einmal waren, die gibt's gar nicht mehr.
Heutzutage gibt es zwar immer noch zu jeder Serie und jedem Blödsinn, was man so im Fernsehen sieht, immer noch Spielzeug, aber das ist 10.000 Mal schlechter verarbeitet, als wir das noch vom früher kennen. Oder? Kannst du dich noch an früher erinnern? Weißt du, wenn da eine Serie irgendwie wie Pokémon, ne? Pokémon, ne? Da gab es dann auch wirklich richtig lizenzierte Pokémon-Karten und Spielsachen oder Beyblades und so. Guck dir mal heute den Dreck an. Ich hatte die Spielsachen. Was hast du? Ich hatte nie Spielsachen. Du hattest keine Spielsachen? Nein? Oh, das tut mir so leid. Aber das klärt ein bisschen deinen Charakter, warum du so geworden bist. Warum bin ich denn? Was soll ich denn dazu sagen? Na, so wie du selber immer sagst, darum bin ich ja der Vogel. Sagst du doch selber immer. Ja, so, ja. Okay. Gemein, hinterlistig. Ja, aber ich nicht teamfähig. Das erklärt auch warum, weißt du, wenn ich keine Spielsachen hatte. Weißt du? So. Alter, der Kleine ist jetzt endlich mal hinter sich gebracht hier. Mann. Ja. Und oh, zack. Ja, und dann, liebe Leute, machen wir mal einen kompletten Breakout hier von den Themen. Pass mal auf. Jetzt gehen wir mal hier auf YouTube. YouTube und neue Werbungen. Hast du das eigentlich mitbekommen alles, ja? So. Nee, nicht so ganz. Erklär mal. Nicht so ganz. Also Videos wie dieses Video kannst du jetzt gar nicht mehr monetarisieren. Das ist nicht mehr werbefreundlich. Und da gibt es jetzt ganz viele Inhalte, die jetzt allgemein nicht mehr werbefreundlich halt dafür sind, ne? Weil da brutal und auch wenn du mal was Böses sagst im Video, dann sofort nicht mehr werbefreundlich, ne? Dazu kommen ja auch, wer mich kennt oder meinen Channel kennt, der weiß ja, dass ich auch viele Fernseheinstellungen mache und biete ja da einfach von mir aus quasi den Service an die Leute und denen gefällt das auch und ist auch super. Schön finde ich auch, dass auch da die Werbeeinnahmen direkt an ProSieben und Co. gehen, denn in meinen Videos, wo ich die Einstellung mache, sind unter anderem auch im Hintergrund mal ProSieben oder so zu sehen. Zack, haben sie sich gleich die Rechte gesichert, damit sie schön Werbung bekommen. Also, liebe Leute, nicht, dass ihr denkt, ich mache bei meinen Videos Werbung manchmal mit Absicht, weil ich was verdienen möchte. Dafür reichen die Abonnenten eh noch nicht aus. Das, warum Werbung kommt, sind andere Leute, die sich an Videos bereichern möchten, auch wenn das so kleine YouTuber sind wie ich oder der Vogelmann. Nur mal so hier zur Erklärung. Ah, so, ja, also wir sind alle wie im Haifischbecken. Mein Telefon klingelt hier an einer Tour, ne? Ich habe jetzt schon 5 Anrufe, 6 Anrufe. Irre. Mal gucken, da geht bestimmt noch mehr. Zum Abend rufen sie alle an. Die 10 knacken wir. Oder du? Die 10 knacken wir. Aber jetzt wird hier erstmal noch eine Runde gemacht. Achso, wir müssen vielleicht mal hier unsere Kreuzchen reinmachen, ne? Unser Häkchen. Ja, schon alles. Achso, ich hab's gleich erledigt. Ist ja gar nicht so unwichtig, ne? Nur noch gleich erledigt, mein Freund. Eben. So. Dann müssen wir nur hoffen, dass der Rest hier auch mal langsam den Button drückt. Push guck mal den Button and let us play. Hey. Push the Button von The Sugar Babes. Doch. Kennst du das noch? The Sugar Babes? Ich kenn das noch. The Sugar Babes. Sugar Babes. Klassiker. 90er Jahre. Ich glaube, ich war heute im Auto. Weißt du, was ich gehört habe? Britney Spears. Und dazu She's So Lucky. Oh, das war einfach nur, weißt du, da sitzt du im Auto und da machst du einfach die typische Dance-Bewegung aller Backstreet Boys, weißt du, so Faust von oben nach unten, quer übers Gesicht. She's So Lucky. Ah, yeah. Das ist mit einfach. Mit beiden Händen? Mit beiden Händen. Das. Ich bin sowieso, ich lenke prinzipiell das Auto überwiegend eigentlich nur mit meinen Knien. Wirklich. Ach so, ich dachte mit den Gedanken. Ich brauche keine Hände, wirklich. Also, ich glaube, ich würde das auch mit einem Controller machen. Ich müsste einen Controller für Knien geben, siehst du? Ein Kniecontroller. Das wär's. Da müssten die Button aber extrem groß sein. Ach, Quatsch, das wird angepasst an die einzelnen Muskeln und Knochenströmungen und. Ach, das wäre geil. Hä? Stell dir das mal vor. Den Controller muss man in den Körper verarbeiten. Knallhart mit den Knien. Guck mal hier, ich kann knien. Ja, dann nennt man so, weißt du, nicht mehr Datteln, dann heißt das Knien. Ja? Das ist aktueller Trend, oder? Das wird Trend. War ja. 2020, ich sag's euch. Controller mit Knien. Kniencontroller. Und wenn die dann wirklich kommen, dann hättest du vorher mal ein Patent anmelden sollen. Danach, ja, oh. Ja, das stimmt allerdings, ne?
Aber du, wer schon der Meinung ist, kleinen YouTubern bei mir die Werbeeinnahmen wegzunehmen, den traue ich. Ja, gut. Pro7-Team, jetzt habe ich schon auf Pro7, sag mal gucken. Vielleicht gibt es eine Reaktion. Ihr könnt euch gerne das Patent sichern. Mir ist einfach nur wichtig, dass der Knie-Controller kommt. Ihr könnt auch gerne euer Logo drauf machen. Ich habe das jetzt gar nicht gerade nicht mitbekommen. Waren wir jetzt auf einer kleinen oder großen Karte? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen, wenn ich hier eine Karte außen irgendwo rausziehe, sofern ich was finde. Also ich weiß auf jeden Fall, dass du nicht der Killer bist und dass ich nicht der Killer bin. So, haben wir ein Boot? Ich meine, wobei, in jedem Teenager steckt schon mal ein Killer. Aber ich habe hier eine Batterie auf jeden Fall. Was blöd ist, Batterie, wo ja eigentlich auch eine Flare Gun ist. Oh, ich bin auch in der Nähe von deinem Auto, also ich würde zu deinem Auto gehen wollen. Welchen Auto? Hast du ich habe sogar die Sicherung. Licht, ich habe die Sicherung fürs Haus. Oh, oh. Batterie, oh, das ist nicht Sicherung, gut. Ich habe alles. Ich habe alles. Ich bin eigentlich der Meister der Meister. Ich habe sogar ein Telefon. Na gut, gab es schon ein Telefon zu der Zeit? Welchen Jahrgang spielen wir hier gerade? 84, glaube ich. 84? Definitiv. Warte. Definitiv. Da war ein Telefon, ja, aber noch hier die riesen Oschis-Boschis, ne? Genau. Also Mobiltelefone, meine ich jetzt, ne? Also ich meine jetzt Handys. Ich meine es ja nicht. Nee, um Gottes Willen. Walkie-talkie. Deswegen sage ich ja. Ich meine, Telefon. Ah, Telefon gibt es ja schon ein bisschen länger. Richtig. So, ich gehe jetzt mal zum. Ach, du Scheiße, jetzt weiß ich auch wohin. Das Auto ist unten am großen Haus und da wird bestimmt noch die Sicherung sein. Gehst du zum großen Haus? Warte, ich bin beim Flat Rock, bei den drei Häusern unten. Das Problem ist, ich kriege ja schon wieder noch einen Anruf. Entweder der eine stresst mich hier total, ne? Der ruft mich hier unter 10 Nummern an. Ich versuche das jetzt schnell einzubauen. Ich werde sterben. Mach das mal. Toni noch da? Hallo? Ja, ich bin noch da. Toni wurde geholt. Ich habe schnell eingebaut. Oh. Ich würde auch gerne die Sicherung da einbauen. Bei mir leckt es ein bisschen. Ja, bei mir jetzt auch. Ich kann die Sicherung nicht einbauen. Da ist. Hast du ein Messerchen? Der hat eine Falle davor gelegt. Nein. Verdammt. Dann gehe ich jetzt in das große. Hast du noch Game House? Ah! Boah. Bei mir hat so geleckt. Ich habe noch nicht mehr die Bärenfalle gesehen. Ich wäre fast reingerannt. Ey, bei mir leckt wie die Seuche. Ich kann die Sicherung nicht reinmachen. Komm zum großen Haus. Ich komme, ich bin auf dem Weg. Du musst mich dann beschützen, weil dann renne ich mit Absicht in die Sicherung rein und dann kannst du ja Crackerlies werfen oder sowas, wenn der Typ kommt. Ein Crackerly, eine Machete, das ist nicht sonderlich gut ausgestattet. Ja, ich hätte noch ein Heilspray, ich könnte mich ja wieder heilen, wenn ich immer reingerannt bin. Das ist nicht das Problem. Das habe ich auch noch. Besser wäre, wenn ich einen Basie finden würde. Oh, ich habe eine Flare Gun, das ist doch etwas. Ja, das kannst du auch mitnehmen, das kannst du mich auch verteidigen mit. Immer schön zum großen Haus gehen, ne? Wo das gelbe Auto ist. Immer schön hingehen. Ja. Brauchst aber ganz schön lange, ne? Ganz schön. Oh, ich bin immer noch. Schnellst du bist nicht, ne? Also, um es mal so zu sagen. Also, ich nehme mal erstmal eine Bratpfanne. So. Lass mal hier einen Schnitzel machen. Hä? So, ich hoffe, ich bin jetzt. Du bist höchstwahrscheinlich der. Na, ich bin hier gerade in so einem Haus neben dem blauen Auto. Aber es leckt bei mir wie die Hütte, ne? Bei mir ist alles super. Echt? Gibt's alles schön. So, wo bist du denn jetzt auf der Karte? Kommst du da gerade angerannt? Ich komme gerade. Ich bin gerade der ankommt. Dann gib mir gleich Schutz. Schutz? So, ein Messer hast du nicht. Ich kann noch mal ganz kurz ins große Haus noch mal reingehen und gucken, ob ich ein Messer finde. Bevor ich mich opfer. Ich muss nur aufpassen, weil hier diese Bärenfalle. Passt du auch auf hier, ne? Direkt an der Tür ist eine Bärenfalle. Falls du reinkommen willst. So, ich bin da. Nehmen wir erstmal hier die Machete. Wolltest du Sicherung und eine Batterie reinmachen? Ne, ich hab schon was reingemacht in das Gelbe. Die Batterie ist schon drin, ich mach die Sicherung vom Haus, will ich machen. Da ist die Falle davor. Weißt du, wo das Telefon ist? Ja, das Telefon ist hier oben dann. Glaube ich, okay. Das war immer hier oben. Wenn es nicht so lecken würde. Ja, aber anscheinend so, ich bin nicht. Bereit. Kannst du schon mal unten gucken? Ich hab die Autoschlüssel. Ist das Auto fertig? Naja, fehlt noch Benzin. Ja, vielleicht finden wir ja noch Benzin. Es gibt doch mal nicht gleich die Hoffnung. Ah, nee. Der will schon alle umbringen gerade. Ja? Ein hat er. Oh, ich hab ein Messer.
Dann. Scheiße, jetzt. Sehr schön. Toll. Und jetzt? Hier, komm mal her. Du musst mal hochkommen. Du musst das Messer nehmen. Ich kann es nicht nehmen. Ich kann nicht auf das verzichten, was ich im Inventar habe. Ich muss mich ja danach wieder heilen. Pass auf, die Bärenfalle. Lauf schön an der Seite vorbei. Gut. Komm mal hier hoch. Alter. Komm. Los. Hier. Guck mal da. Guck mal da. An der, ich spute, mein Freund. Den Schrank da. Da drin. Sehr schön. Nimm das mal mit. Und dann mach mal diese blöde Falle da weg. Und jetzt passiert es, durch den Leck läufst du in die Bärenfalle. Ja, ja, das. Bei meinem Glück glaube ich das auch so. Dann geh du erstmal vor. So, also du kannst mich verteidigen, hast du gesagt, ne? Ja, mit Cracker und einmal. Okay. Auf jeden Fall. Ich bin ja auch blöd. Na, egal. Warte, warte noch kurz, warte noch kurz. Falls er das gehört hat. Ja, alles gut. Okay, Achtung, ich gehe ran. Jo. Okay, rein, rein, rein. Und jetzt die Polizei rufen. Wo war das Telefon? Ich glaube, ich bin der Meinung oben. Ich kann sicherheitshalber mal hier unten noch gucken. Aber ich glaube, das war immer oben. Beeil dich. Oh, der macht das kaputt. Er ist da. Hat er wieder kaputt gemacht, ne? Hat er? Ich glaub schon. Ich leg grad eine Falle vor die Tür. Wo bist du denn? Oben, aber. Nee, du kannst noch machen. Du kannst noch machen, der hat's nicht mitgekriegt. Ach so! Geht? Wo ist das Telefon? Bei mir nicht, in der Ebene. Oh, ich hab mich gerade voll erschrocken. Oh, der hat mich. Wieso das denn? Er hat mich, obwohl er auf einmal hinter mir stand. Ach so, der hat. Er sagt, er hat nichts gemerkt. Oh, hab ich mich hier gehabt. Oh. Ich wollte gerade die Tür aufmachen, Alter. Oh, ich hab mich gerade voll erschrocken. Achtung, im Flur. Im Flur ist übrigens der Autoschlüssel noch. Vielleicht schaffst du es ja noch. Ne? Also. Direkt bei dir auf der Etage. Der geht wieder raus, ne? Also der hat gedacht. Und okay. Der eine hat Benzin. Wenn er zum gelben Auto läuft, ist alles cool. Nein, er ist beim blauen Auto. Also du kannst dir den Schlüssel nehmen und zum blauen Auto rennen. Oh, Alter! Oh. Jetzt die Falle. Warum machst du denn das? Oh, wow. Was denn? Du hast dir wehgetan. Ach so, okay. Aber jetzt hast du den Autoschlüssel nicht. Geh wieder hoch. Geh wieder in den Flur. Jetzt hoch, 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 hoch und schnapp dir da. Da, wo meine Leiche ist, genau. Jetzt hol dir den Schlüssel. Ja, hier liegt nichts. Doch, da liegt da vorne, da wo er gerade ist. Bück dich. So. Los, und jetzt hau ab. Bück dich. Du musst zum blauen Auto. Blauem Auto. Blauen Auto, das ist oben in der Schleife. Renn einfach, du hast die Joggerin. Du bist gut mobil. Und ich sehe nichts mehr, Alter. Ich kann mich nur noch an das orientieren, wo. Schaff das, komm schon. Let's go. Alter, mein Charakter stolpert. Oh nein. Nein. Oh! Oh, sehr gut, los, komm weiter. Du schaffst das, du musst dich doch. Meiner kann nicht mehr joggen, meiner kann nicht mehr joggen. Ja, dann geh erstmal ins Haus und ruh dich aus. Ruh dich aus. Bitte. Geh rein. Du musst rein. Beeil dich, er ist hinter dir. Der wirft mit was. Geh rein. Oh, das war knapp. Jetzt ruh dich da drinnen aus. Ruh dich erstmal aus. Hol dir Ausdauer und dann renn weiter zum Auto. Da drinnen ist einer, der kann, passt perfekt zum Ablenken. Liebe Leute. Das blaue Auto ist aber nicht fertig, da ist noch nicht mal eine Sicherung drin. Wie? Das sah bei mir so fertig aus, weil der da. Ach so, oh nein. Oh nein. 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 Aber dann guck mal dort in der Nähe, vielleicht ist da einer abgekratzt, der da wahrscheinlich die Sicherung hinbringen wollte. Vielleicht findest du ja irgendwo was in der Nähe von den Dingen. Ich guck mal rein.
Also ein bisschen auch außerhalb. Einfach mal ein bisschen schauen. Du hast noch 10 Minuten. 10 Minuten musst du noch, ne? Schon jemand Jarvis? Nee. Oh, wunderbar, ein Basie. Da fahren habe ich einen Perk. Ach. Hat jemand was übersehen? Nee, leider nicht. Ich bin gerade überlegen, ob ich in der letzten Runde oder jetzt in dieser Runde eine Batterie gefunden hatte. Oh, hier wurde schon ein bisschen. In der letzten Runde. Das war nicht jetzt. Nein. Komm, du schaffst das. Ich glaube an dich. Das ist eine Bärenfalle. Ich versuche es. Mach da erstmal die Tür dichter. Ja. Mann, irgendwann musst du dich da... Die Tür, ja. Mann. Ist einfach hingelegt. Irgendwann musst du wieder wegrennen, wie so ein Blöder. Und dann bist du froh, wenn eine Bärenfalle dir vielleicht den Arsch rettet. Aber nur vielleicht. Nur vielleicht, ja. Ich guck mal kurz, wo die anderen so rumbleiben. Also die eine wird gerade... Ach ja. So, also... Also bei dir da oben ist alles Safety. Safety first. Safety. Wurde eigentlich schon Schacken ausgerufen? Nee, noch nicht. Nee? Das könnte ja mal auch mal einer machen hier. Oder ist Jarvis schon da? Mann. Ja, Tommy Jarvis ist eingetroffen. Du bist wahrscheinlich ein anderer Spieler schon rausgegangen, weil er gestorben ist. Ah, okay. Ja. Schade eigentlich. Kurz auf die Karte, wo ist hier noch ein Haus? Ich lüge mich jetzt mit deiner Ansicht. Ja, warte. Bitteschön. Ja, Nice. Holst du dir eigentlich das Beach-DLC? Ist das kostet DLC? Das was? 4 Euro oder irgendwas? Oder 5 Euro kostet das? Das investiere ich. Mit sexy Bikini rumlaufen kannst. Ja, weißt du, wenn wir schon keine Werbung drauf machen können mehr auf solche Spiele, dann, liebe Leute, dann hauen wir noch richtig einen auf die Kacke. Dann machen wir noch richtig Sex Health. Sex Health? Alter, das muss sein. Jason. So bald können wir dann auch Gears of War wieder zocken. Da kommt dann ein neues Update mit den neuen Maps. Ich bin auf den Nebel gespannt. Nebel? Ah, ich guck mal hier, die armen Leichen, wisst ihr, da muss er echt nochmal drauf treten. Weißt du, erst nochmal plündern. Ey, ist richtig abartig, dieser Junge. Richtig abartig. Was das macht denn Jason, cool, Alter? Ja, der ist immer noch bei den Mädels hinterher. Die sind jetzt zu zweit, also du hast weiterhin Ruhe. Du hast mal richtig Ruhe da, drum kannst du jetzt mal singen, tralala. Oh la la la. Bom, 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 bom. Ist da ein Baum bei dir im Haus? Steht da ein Baum? Warte mal, bleib mal da stehen. Ja, das hab ich auch gerade gesehen. Warte. Ist da ein Baum reingebackt? Der schwebt bei dir, der Baum. Guck mal. Der schwebt da drinnen. Ah, guck mal, die bringen den Jason zu dir. Oh, du hast Benzin. Nice. Ja. Warte. Der muss erst den hinterher rennen, damit du rausrennen kannst. Jetzt. Renn. Der ist beim großen Haus. Geh zum blauen Auto. Komm. Ne, du läufst falsch, oder? Das ist das Gelbe. Nein. Ja, da muss nur noch Benzin rein. Ach ja, bei den anderen hat die Batterie gefehlt. Entschuldige bitte. Entschuldige. Ja, ich hab nichts gesagt. Ach du Scheiße, und die kann nichts heile machen. Ne, du, die hat glaube ich 5 Dinger, ne, die sie machen muss. Ja, und dann auch so arschlangsam. Du hast nicht immer die falsche Taste drücken, Kollege. Ich sehe das. Doch. Mann. Oh, die braucht 10 Stunden zum Rang und wieder die falsche Taste. Oh, nee. Oh, nein. Jason, bitte nicht. Oh, nein. Egal, Auto ist fertig. Okay, jetzt muss nur noch einer dann deinen Schlüssel da finden. Aber ich glaube, so clever sind die anderen nicht. Aber hier, die eine hat die Batterie, die geht gerade zum blauen Auto. So. Oh, Mensch. Aber dir geht's halt schön vom Arsch runter, oder? Du hast jetzt zweimal die Rübe verloren, ey. Ein bisschen kopflos, ja, wie weit deine Rübe rollt. Guck mal da hinten im Hintergrund. Die rollt richtig. Ja, ich laufe weg. Guck mal, die rollt weiter. Die kommt wieder zurück, diesen Bumerang. Oh Gott, da kommt er wieder. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ja, du suchst dich seinen Weg. Was macht er da? Ich bin der kopflose Nick.
Guck mal, der will zur Sicherung, der rennt bestimmt noch in die Falle rein. Der kommt. Was machen wir so? Was macht der ruhig nach? Ey, wenn das Ding jetzt die Falle auslösen würde, ich würde so lachen. Das wär's. Jetzt kommt er wieder zurück, guck mal. Vielleicht hast du Glück und vielleicht setzt er sich gleich wieder drauf bei dir. So, jetzt mal wieder den Berg hoch. Spannend, oder? Ich So. weiß ja nicht, was für den Hey, anderen die geht, Eins aber sind ich muss kommen. gerade den Kopf beobachten. Der Kopf ist gerade das Highlight. Kopflos. Ich nenne die Folge Kopflos. Ja, das ist doch schon mal. Kopflos durch den Wald. Er Wurde macht Jason niemals Halt. umgeknallt. Kopflos. Jetzt geht's ab. Rollt der Kopf den Berg voll ab. Oh Mann. So. Oh. Oh, warte. Ja gut, der Kopf rollt hier noch weiter. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen zur spannenden Stelle. Ja, aber die zwei können ja. Oh, das war dumm. Das war dumm. Hat er noch ein Messerchen? Hat er nicht, hat er nicht. Wenn das Mädel clever ist, nutzt die diese Chance aus, weil die Animation dauert übelst lange. Die hätte jetzt einfach nur ins Auto hinrennen müssen. Und weiterfahren können. Ach Gott, Mädel. In Schrank. Och nein. Warum geht man denn im Schrank rein? Weil sie der Afro-Samurai ist. Ach so, der Afro-Samurai. Ach du Scheiße, nee. Nicht Samurai, Samuri. Samurai war ausverkauft, weißt du? Ach so, Marie. Ach Ah, so, der hat ja, die ich wusste Rechte auch. nicht gehabt. Nee, nee, hat die Rechte nicht. Der Afro-Samurai. Da sind wir wieder bei den Rechten. Ja, da sind wir wieder bei den Rechten. Also jetzt, liebe Leute, nicht bei der AfD, sondern halt bei den Markenrechten sind wir. Also, Mensch, jetzt hört Du hast aber doch nicht auf. gesagt, dass die AfD rechts sind. Ja, nee, 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 Moment mal, das ist jetzt eine böse Unterstellung von dir. Ja, das habe ich ja niemals gesagt. Um Gottes Willen. Ja? Na, was macht ihr denn? Na, fahr doch. Na los, mein Mäuschen. Na los, jetzt links, rechts, oben, unten. Ja, guck mal, die Laterne. Oh, die ist doch besoffen. Die hat doch getrunken. Liebe Kinder, wir Ein möchten jetzt wenig. wirklich nochmal anhaltend, gerade bei diesen schrecklichen Bildern, die wir hier sehen. Alkohol am Steuer, liebe Leute, das geht Ach nicht. du Guckt euch an, Scheiße. ihr seht, was ihr habt. Sofort Totalschaden. Sofort müssen arme Bäume drunter leiden. Ja. Und guckt euch das Mädel an. Ja, dir geht's bestimmt nicht mehr gut. Ja, und da seht ihr das. Das habt ihr davon. Schon kommt nämlich die Polizei. Führerschein und Fahrzeugkontrolle, bitte. Ja, und dann wegrennen vor der Polizei. Das Schlimmste, was du machen kannst. In der Situation. Oh, war ja. Ne? Ich meine, Kennzeichen steht ja nun auf dem Auto. Weiß er, wo du Dann bist, bitte noch Mäuschen. beleidigen. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Was soll ich dazu sagen? Soll ich einfach dazu Papiere sagen? bitte. Nein! Ja, da hilft auch nicht mehr, die Tür zuzumachen, wenn der Vermieter kommt, der hat einen Zweitschlüssel. Das funktioniert so nicht. Ja. Mann. Ja, da hilft nur noch der Sprung aus dem Fenster. Oh Gott. Auf dem dritten So. Stock. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Geht sie nochmal zum Auto? Rechnet Jason damit? Nein, geh doch ran! Aber der hat auch. Guck mal hier, der hat. Oh. Nein, der hat den Strike Ja, eingesetzt. Die muss ihn stunnen. Das hat sie keine Chance, der wird da campen. Wobei, die müsste in 10 Sekunden. In 15 Sekunden kriegt sie die Info, dass sie nur noch 2 Minuten hat zum Überleben. Ja. Vielleicht schafft sie es. Hier, guck mal, da ist ein langer Ja. Tisch. Hier kannst du das Tischspiel spielen. Ich Nein, wer kennt reise um nicht die das Runde. Tischspiel spielen? Oh, der Vermieter hat jetzt mal die Pappwand da eingehauen. Jetzt einfach rumlaufen, immer rumlaufen. Der kann nicht rennen, der Typ. Nein, warum machst du denn das? Warum machst du denn das, Mäuschen? Das Mäuschen, geht du so hattest nicht. doch nur noch Jetzt steig 2 Minuten. nicht ins Auto. Nein, da kommst du Nein. nicht durch. Ach, Mäuschen. Du hättest das schaffen können. Du hättest das schaffen können. Und nu, oh, ist die Ausdauer weg. Ach Gott. Hat sie wesentlich noch ein Messer? Na, natürlich nicht. Und Ja, und da sehen wir nochmal den Fatality-Move. Ne, Fitella? Wie hieß das Ding immer bei Mortal Fatality. Fatality, genau, Entschuldigung. Fatality. Ja, liebe Leute, das war auf jeden Fall ein wunderschöner Freitag, der 13. Folge hier an diesem wunderbaren Mittwoch. Und, oh, mein Trink ist runtergefallen. Um Gottes Willen. So nervös. Ui. Man macht du mal die Abmoderation. Bei mir klebt's gerade. Dankeschön für Likes, Abos und Käsekuchen. Euer Zonnegy. Ciao.
Ja, das war ja das, zumindest der Text war richtig. Ja, über die Emotionen sprechen wir mal noch drüber. Aber Leute, ihr habt's gehört. Dankeschön fürs Reinschalten. Bis dahin, haut rein. Tschüss, Macht's Vogelmann. gut. Tschu tschu.